Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute bin ich nach Rheinland-Pfalz gefahren, genauer gesagt in die Ortsgemeinde Wirschem. Und noch genauer gesagt stehen wir jetzt vor der Burg Eltz. Die Burg Eltz zählt nicht umsonst zu den schönsten Burgen Deutschlands. Ich bin gerade das erste Mal hier und muss sagen, das kann ich definitiv bestätigen. Die Burg Eltz wurde im 12. Jahrhundert errichtet und ist einer der wenigen Burgen, die niemals gewaltsam eingenommen werden konnte. Ich bin heute Nacht zusammen mit Benny um 12 Uhr nachts losgefahren, um den Sonnenaufgang hier mitzuerleben. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich meine richtige Komposition gefunden habe. Denn hier gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Das ist jetzt hier ein Standpunkt, der mir persönlich am besten gefällt. Denn erstens bleiben hier nicht viele Fotografen stehen. Das heißt, du hast diesen Standpunkt eigentlich für dich komplett alleine. Und zweitens haben wir hier viele schöne Elemente im Vordergrund, die wir noch nutzen können, um das Bild dreidimensionaler zu gestalten. Du siehst jetzt hier, wenn ich dir das Bild mal einblende, dass ich auf der linken Seite und unten mit Vordergrundelementen gearbeitet habe, um dem Bild erstens einen gewissen Rahmen zu geben und zweitens kriegen wir dadurch sehr viel mehr Dreidimensionalität ins Bild. Außerdem habe ich das Ganze im Hochformat geschossen, um hier die Burg noch besser abbilden zu können. Mir gefällt Hochformat inzwischen immer besser und es ist eine gelungene Abwechslung zum Querformat. Lass uns mal ein Stück weiter runtergehen. Jetzt gerade standen wir ja relativ erhöht. Es gibt aber natürlich auch noch den klassischen Shot von direkt unten vor der Burg. Den habe ich natürlich auch gemacht. An der Stelle sei gesagt, dort sind sehr viele Fotografen, das heißt, du musst dir den Platz mit sehr vielen anderen Menschen teilen. Das macht aber nichts, gerade wenn du morgens da bist, geht das noch von der Anzahl her. Aber es ist dieser klassische Shot, den jeder hat. Du hast aber hier natürlich diese Führungslinien dabei, die von dem Vordergrund in die Burg reinlaufen und damit kannst du den Betrachter sehr gut in das Bild lenken. Direkt hinter diesem Spot gibt es noch die Möglichkeit, dass man weiter nach oben gehen kann, um die Burg nochmal von einer etwas anderen Perspektive zu filmen. Auch da haben wir wieder Möglichkeiten, Vordergrundelemente einzusetzen, wie zum Beispiel ein paar Äste oder Sträucher. Heute haben wir das Problem, dass wir einen sehr langweiligen Himmel haben. Es gibt keinen richtigen Sonnenaufgang und es gibt aber auch nicht so diesen mystischen Look. Es ist eigentlich einfach nur grau, es gab keinen Nebel und nichts, also relativ nichtssagend. Deswegen war meine Devise, möglichst auf den Himmel zu verzichten und ich habe jetzt einen Bildausschnitt gesucht, wo der Himmel im Prinzip gar nicht mit drauf ist. Deswegen lass uns jetzt mal noch ein Stück weiter nach oben gehen und die Burg von noch weiter oben fotografieren, denn da haben wir dann wirklich einen Blick von oben nach unten und der Himmel ist gar nicht mehr zu sehen. Jetzt habe ich mich mal ganz oben positioniert. Es gibt hier nämlich eine kleine, sehr, sehr kleine Kapelle und da haben wir einen tollen Aussichtspunkt. Ihr seht es hier. Wir können direkt von hier oben runter fotografieren und das ist tatsächlich auch der Punkt, den man am höchsten besteigen kann, um die Burg Eltz zu fotografieren. Du siehst jetzt schon, wenn du dir das Bild mal anguckst, ich habe jetzt den Himmel komplett aus der Komposition herausgenommen und dafür im Hintergrund den schönen Wald. Jetzt gerade im Herbst haben wir hier wunderschöne Farben in den Blättern und dadurch sticht die Burg Eltz natürlich schön heraus und wir können das Motiv hier wirklich schön herausarbeiten. Dadurch, dass die Bäume im Hintergrund auch dunkler sind als die Burg, haben wir unser Hauptmotiv sehr, sehr schön herausgearbeitet und jeder Betrachter ist sofort im Bildmittelpunkt angekommen. Außerdem haben wir hier auch einen wunderschönen Vordergrund, den ich sehr unscharf gestaltet habe. Das heißt, ich habe hier mit einer Blende von 4.5 fotografiert und konnte dadurch den Vordergrund schön unscharf machen. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Dreidimensionalität im Bild und das macht das Ganze für mich sehr, sehr schön von der Komposition. Du siehst jetzt auch, dass der Weg, der zur Burg führt, hier von rechts unten in die Bildmitte führt. Das heißt, wir haben hier auch eine schöne führende Linie noch, die zur Burg dann führt und dadurch ist das Ganze relativ gut abgerundet. Wir haben noch einen weiteren Spot und der liegt quasi in der Mitte von der Höhe her zwischen dem jetzigen Spot und dem Spot, den ich dir davor gezeigt habe. Der gefällt mir von der Höhe her eigentlich am besten. Das Problem ist da aber, ich habe keinen schönen Vordergrund, mit dem ich arbeiten kann. Zumindest nicht so, dass er mir für das gesamte Bild gefällt. Ich habe entweder einen Baum auf der rechten Seite oder einen Baum auf der linken Seite, aber ich habe nichts, wo ich sagen kann, das passt jetzt perfekt so in das Bild rein, dass wir hier ein wirklich tolles Ergebnis bekommen. Von daher ist das jetzt hier tatsächlich die Komposition, die mir wahrscheinlich am besten gefällt. Das muss man natürlich immer so ein bisschen ausprobieren. Gerade jetzt an dem Tag, wo wir einen schlechten Himmel haben, da ist diese Komposition für mich
die lohnenswerteste. Ansonsten, wie gesagt, der andere Spot weiter unten, der gefällt mir auch sehr gut. Ich denke, ich werde beide Bilder bearbeiten. Und jetzt hast du mal einen kleinen Einblick bekommen, wie ich hier vorgegangen bin, um meine Komposition zu finden. Es gibt noch viele weitere Kompositionen, die man hier finden kann, gerade wenn man etwas mehr seitlich gehen möchte. Ich für meinen Teil habe jetzt aber entschieden, ich möchte die Burg eher von weiter vorne fotografieren, um mehr Dreidimensionalität in das Bild reinzubekommen. Du kannst sowohl von der rechten Seite als auch von der linken Seite noch an die Burg herangehen. Ich für meinen Teil habe, wie gesagt, mich dagegen entschieden, weil das für mich von der Komposition her einfach aus persönlichem Geschmack nicht gut gepasst hat. Jetzt hast du mal so einen kleinen Überblick bekommen, wie ich mich an meine Komposition herantaste. Ich war das erste Mal hier, das bedeutet, ich bin hier auch im Dunkeln angekommen und musste im Dunkeln meine Komposition finden. Ich habe natürlich vorher auch mal bei Instagram und so weiter geguckt, wo die entsprechenden Punkte sind, die man fotografieren kann. Aber ein wirkliches Bild kannst du dir dann erst vor Ort machen. Und wenn wir schon hier sind, dann möchte ich euch natürlich auch darauf hinweisen, wenn ihr hier seid, Drohnen sind hier verboten. Das ist Privatgelände, bedeutet, das kann hier auch strafrechtlich verfolgt werden, wenn ihr mit einer Drohne fliegt. Deswegen passt einfach auf, dass das nicht passiert, damit wir auch als Fotografen weiterhin dieses wunderschöne Bauwerk hier fotografieren können. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, du hattest eine Menge Spaß und wenn dem so ist, kannst du gerne auf den Daumen nach oben klicken. Wenn du noch Fragen hast, einfach in die Kommentarbox damit. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!